Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Heute mal wieder zu zweit und zwar habe ich mir Flo zur Seite gestellt. Und zwar geht es um einen Tabak, den wir zusammen mit dem Loyal-Team in der Loyal-Lounge geraucht haben und der uns sofort zugesagt hat. Vielleicht kennt ihr sie, die Marke Miami Chill und davon haben wir heute den Special Lütsch am Start. Lütsch. Ihr könnt euch glaube ich vorstellen, was Special Lütsch bedeuten soll. Es ist ein Litschi-Tabak. Ja, kommen wir zu den Details. 200 Gramm, 17,90 Euro. Ja, bisschen teurer. Bisschen teurer, da hat Flo recht. Ja, bei Al-Wazir hättet ihr für den Preis 250 Gramm bekommen. Nur mal so am Rande, ja. Ja, trotzdem ein bisschen höherer Preis, aber ist nicht ganz so schlimm. Tut nicht so weh wie Social Smoke in der Tasche. Und dann würde ich mal sagen, kannst du ja gleich mal den Geruch und den Schnitt beschreiben, während ich mir ja noch einen ordentlichen Zug gönne. Genau. Frisch und fruchtig. Also trifft die Limette beim Geruch einwandfrei. Also die Limette? Die Limette. Warte mal. Danke, Regie. Entschuldigung, ja. Trifft die Litschi im Geschmack einwandfrei, also quasi Geruchsgeschmack. Mhm. Riecht super fruchtig. So eine leichte Frische mit bei. Also macht definitiv Lust zum Rauchen. Der Schnitt ist jetzt hier nicht mehr ganz so viel drin. Aber sieht soweit typisch für Miami Chill sehr gut aus. Was heißt typisch für Miami Chill? So viel haben wir ja, glaube ich, davon noch gar nicht vorgestellt, bin ich der Meinung. Allerdings kann man da beim Schnitt überhaupt nichts gegen sagen. Er schwimmt zum Schluss ein bisschen, aber jetzt nicht ganz so schlimm, wie man es zum Beispiel kennt von, weiß ich nicht, wen haben wir? Von Chaos. Chaos zum Chaos Beispiel. Ist Chaos ist so der Vorzeigetab. Und der schwimmt einfach extrem. Bei dem ist es so, ich habe so einen kleinen Bodensatz, ja. Aber nicht vor jedem Rauchen schön umrühren. Dann werdet ihr die Molasse auch gut los, bleibt am Ende nicht viel übrig und dann raucht er auch Bombe. Ihr seht's, wir können mit drei Kohlen voller Hitze einfach schön durchziehen. Wir haben den jetzt hier schön auf den Batscher drauf, genau, schön auf den Kamin. Ich bin der Meinung, in der Loyal Lounge hatten wir inzwischen, nee, da hatten wir auch nicht auf dem Lotus, da hatten wir auch auf dem Kamin. Aber dadurch, dass der halt ein bisschen feuchter ist als so ein Standard-Tabak, denke ich mal, dass der die Hitze vom Lotus auch aushalten würde. Ich glaube nicht, dass er da übertrieben kalt wird oder sowas. Nee, ich habe den auch schon ausprobiert. Ah, okay. Wie immer, Sapphire Powerball kann mit Lotus. Geht auch safe, klar. Schmeckt ein bisschen anders als ein Tonkopf, aber trotzdem noch gut. Ich würde mal sagen, Stichwort Geschmack. Ja, sag mal was. Ich wollte dich gerade fragen, du kannst nicht mich fragen. Aber ich finde ihn geil. Kann ich vorweg schon mal sagen, ohne überhaupt irgendwie den Geschmack zu beschreiben. Mega. Wirklich, wirklich lecker. Wir können dazu noch mal eine leichte Überleitung machen wieder. Wir haben den, wie gesagt, aus dem Loyal Shisha Shop. Wir haben den sogar kostenlos von denen bekommen. Das war zu dem Thema, wie cool die Jungs dort sind. Ein Hammer. Ich kann euch die nur empfehlen. Loyal Shisha Shop in Spandau, die findet ihr dort. Ich habe den dort schon in der Lounge geraucht bei denen. Super lecker. Also der trifft im Geschmack auch super die Litschi. Wie im Geruch, eine leichte Kühle mit drin, sehr angenehm zu rauchen, überhaupt nicht kratzend, überhaupt nicht zu kalt, wie man es jetzt bei manch anderen Tabak vielleicht kennt, dass wenn der irgendwie zu viel Hitze bekommt, dass er dann so eisig ist, dass man nicht mehr dran ordentlich dran ziehen kann. Erste Sahne kommt. Also wir haben ja schon, ich mit Dennis zusammen, kann ich mal kurz einblenden. Nee. Hab da mal was vorbereitet. Ey. Von Sadno, den Litschi. Oder jetzt auch neu, die neue Sorte, Litschi. Lass mal gleich einen Kopf damit bauen. Jo. Genau das. Da haben wir auch schon mal einen Litschi-Tabak getestet. Und der war halt auch extrem lecker. Der hier geht ein bisschen in eine andere Note. Ich finde, die Litschi-Note ist sehr, sehr mild, aber wirklich angenehm. Dazu eine leichte, kühle, wahrscheinlich special, ich weiß es nicht. Also ich denke, das ist ein super Sommertabak auf jeden Fall. Also wenn so, ich stell mir das davor, wenn wir den schön im Kamin, wie gesagt, im Matcha am Kanal haben, Hammer. Auf dem Boot. Auf dem Boot. Auf dem Boot. Das war übrigens die Regie. Ja, mein auch ein geiler Tag. Ja, ich würde sagen, wir können da gar nicht mehr zu sagen, als von uns gibt es dafür eine klare Kaufempfehlung. Dieser Tabak ist wirklich lecker, wie du gesagt hast, für den Sommer. Ich finde auch für den Winter einfach für zwischendurch mal eine geile Abwechslung. Schmeckt sehr, sehr spritzig. Lecker. Spritzig. Ja, ich glaube, dazu bleibt jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen.
er ist top. Geht definitiv eine Kaufempfehlung raus, würde ich sagen. Mhm. Miami Chill, coole Marke. Ihr seht vielleicht unten, ich muss einblenden ein Werbevideo, weil wir den gestellt bekommen haben. Und jetzt kenne ich wieder die Leute, die dieses Video gucken. Jenny, Geschenk bekommen. Jetzt machen die den Tabak voll gut und so. Der Tabak ist wirklich gut. Könnt ihr uns glauben? Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Der schmeckt sehr lecker. Probiert euch mal durch die Miami Chill Sorten durch. Wir haben zum Beispiel noch Arctic Banana oder so. Dann haben wir noch den Coolin. Genau, also Zitrone Minze, der ist auch lecker, den werden wir auch noch vorstellen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Kakti gekauft, das ist Kaktus. Und irgendwie so ein Crazy Pineapple, das ist Ananas. Ja. So, dazu muss ich sagen, kann ich euch vorweg sagen, Crazy Pineapple, ich persönlich und auch Adi und Max, die andere Hälfte vom Shisha-Team, die heute nicht da ist, die haben den geraucht, den finden wir zum Beispiel nicht so lecker. Ja, um nicht zu sagen, für uns nicht rauchbar. Kann an der Produktion liegen, wer weiß. Aber nicht alle Sorten sind halt uneingeschränkt geil, lecker, überhammer. Aber auf jeden Fall den Special Litch, den Lemon, den Arctic Banana könnt ihr kaufen, schmecken wirklich, wirklich geil. Der Kaktus gefällt mir persönlich ganz gut, ist ein netter Kaktustabak, gibt glaube ich auch bessere, aber probiert euch einfach aus. So, genau. Ich glaube, ich habe mich genug gerechtfertigt. Ich denke auch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas zu meckern habt. Ich werde antworten. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, haben wir raus. Dein Standardspruch können wir jetzt auch noch zum Schluss wieder bringen. Ich sag, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, ist kostenloses Abo, genau, Daumen hoch. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu machen. Abos, 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 gibt immer wieder neue, coole Videos. Wir stellen Shisha-Sorten vor, wir stellen Tabaksorten vor, wir stellen neue Köpfe vor, wir stellen uns vor. Immer wieder lustige Videos ab und zu mit neuen Leuten, mit verrückten Leuten an coolen Orten. Bleibt einfach dabei, ist bestimmt für jeden mal was dabei. Genau. Damit euch noch einen schönen Tag, wenn ihr dieses Video schaut. Wir sind raus, wir gönnen uns jetzt noch den Kopf. Macht's gut, guten Rauch, guten Geschmack. Tschüss, tschüss. Wir sind erstmal hier mit der Standardspruch, guten Rauch, guten Geschmack, der übliche Teil. Danke dafür. Oh, der Rauch ist ein Hammer, Alter. Der, das ist halt heftig, oder? Der Smoke ohne Ende. Nein. Den lasse ich drin, den schneide ich nicht raus. Na schön. Macht's gut. Tschüss. Das war richtig. Jawohl. Prost.